Hallo und herzlich willkommen zu Zitronenwasser hier auf Okto. Was erwartet euch bei Zitronenwasser? Nun, es ist eine regelmäßige Sendung, die sich mit Themen aus dem Sozialbereich beschäftigt. Und sie wird, ganz wie Zitronenwasser sein soll, erfrischend sein. Für unsere erste Sendung haben wir uns eines der ältesten Themen der Welt gewählt. Die Liebe. Nun, im Prinzip kein besonderes Thema mehr, es sei denn, es handelt sich um behinderte Menschen. Hier ist es immer noch ein großes Tabuthema. Umso interessanter und schöner zu sehen, dass Markus und Johanna scheinbar ihr Glück gefunden haben. Ja, ich wohne hier jetzt schon seit, ja, schon fast 1,5 Jahren hier. Stimmt. Ja, und ja, also, was kann man denn noch groß über die Wohnung erzählen? Naja. Früher hast du doch in der WG gewohnt. Ja, du kommst in der Erdbeerstraße, meinst ja, im dritten Bezirk. Da, wo du auch wohnst. Ja. Hey, heute, Leute, gibt's Pizza zum Mittag bei mir und bei meinem Schatzi. So, wir haben es in unserer Küche. Genau. Ist eine Pizza in den Ofen gegeben. Wir könnten noch einen Cola dazu trinken. Ah, okay. Oder lieber Fanta? Zuerst mal Cola und dann zum Schluss ein Fanta. Ja, und jetzt wohne ich hier alleine und das ist auch schon ziemlich lang und so. Und da mache ich ja genau das Gleiche, was ich in der WG gemacht habe. Stimmt, halt bis jetzt, sondern Betreuer. Naja, Betreuen habe ich schon, aber die hilft mir auch bei gewissen Dingen, aber halt nicht so sehr wie in der WG. Ja. Nur das Ding ist jetzt, ich muss jetzt mehr selber Sachen machen, wie Müll runtertragen oder die Küche machen, solche Sachen, putzen, Bett machen, genau. Also solche Sachen mache ich jetzt hier so. Oder Wäsche waschen. Genau, das ist ganz wichtig. Ich frage mich gerade, wo man da essen soll. Ja, stimmt, das frage ich mich auch. Ich muss mal aufräumen, oder? Das wäre eine sehr gute Idee. Stimmt, oh, da muss man ja den Mist runtertragen. Stimmt? Stimmt, ja, ich wollte auch mal machen. Vielleicht kann man Schatzi helfen. Gute Idee. Ah, was würdest du sagen, gefällt es dir besser hier oder in der WG? Das kann man nicht schwer sagen. Also in der WG war es jetzt total anders als wie jetzt hier. Weil ich da mehr Arbeiten habe als in der WG. Ihr musst du mehr selber machen, oder? Hier muss ich mehr selber machen als in der WG. Okay. Aber in der WG, obwohl, manchmal ist das so, manchmal habe ich das Gefühl, ich will gerne in die WG wieder zurück. Achso, weil? Ja, weil ich da so viel machen muss. Naja, ich denke mal logisch mal nach, weil eigentlich hast du... Ja, eigentlich bist du wieder zu sagen, du willst ja bei mir wohnen, oder? Schatz. Ja. Also das heißt, man darf ja nicht mehr in die WG zurückgehen. Leider. Außerdem wäre ich ja zu alt für die WG. Stimmt. Also, da ist auch eine Ex-Freundin auch. Ja, aber das müssen wir ja nicht der Ex erwähnen, jetzt in den Beitrag. Da geht es ja eigentlich um uns. Wie gesagt. Was ist mit der Ex-Freundin? Na. Der ist nämlich Sabine und auch in der WG. Wenn er noch nicht gedacht hat, muss ich auch meine Ex-Freundin. Mit der Ex-Freundin zusammen ja. sein. Mhm. Alles klar. Weil er schon viele. Viele? Ja, ich war damals ein Frauenaufreißer, zumindest teilweise immer noch, aber ich gebe es jetzt nicht mehr so zu. Was bist du? Frauenaufreißer. Der Frauenaufreißer, okay. Dass er hässlich gelässt und so. Wie macht er das? So. Ich wollte gerade noch sagen. Okay. Genau. Kannst dir ein paar Tipps geben. Zum Beispiel, dass du Markus mir mal Fotos machst, zum Beispiel von der Dusche. Schnucki, das ist privat. Ja, das ist also das Badezimmer. Da haben wir, da tun wir immer Zähne putzen täglich und so. Und solche Sachen. Da habe ich meine Wäsche auch immer waschen. Das ist die Waschmaschine. Und das ist das besondere Highlight an einem Badezimmer, weil das ist nicht die Dusche, da gehe ich immer so duschen, da stehe ich immer so drinnen und dusche mich immer runter. Und das Witzige ist, in der Dusche gibt es eine Radio, das heißt, man kann in der Dusche Musik hören. Das ist meistens ein Nachrichtensender, ja. Man kann dann weiter schlacken.
Aber meine zuhörigen Flirt-Tipps sind meistens immer so, dass ich Mädchen Komplimente mache. Mhm. Ich dann sage, hey, ich bring dich raus mit Ockmann, wir lüpfen so. So in der Richtung. Das ist bei dir auch gesagt? Manchmal ja. Und? Eigentlich. Und das hast du geglaubt? Ja, wir haben schon zwei Songs gemacht. Oder? Ja, wir haben auch schon zwei Songs miteinander gemacht. Okay. Ja. Nein, wir gehen auch sehr gerne Eis essen. Ja, Eis essen tun wir sehr gerne und so. Genau. Wir machen ja sehr viele gemeinsame Dinge. Genau. Zum Beispiel? Zum Beispiel, ja. Partys gehen. Genau. Mit Disco tanzen. Stimmt. Ich lege gerne als DJ auf. Genau, und ich tanze gern. Und ich rappe gern. Genau, das macht echt Spaß, ne? Ja, also wir machen sehr viele Sachen gemeinsam. Genau. Ja, kann man auch wieder was sagen, was wir sagen. Naja, wir schwimmen ja gerne, wenn es. Genau, warum? Wir haben so einen Schwimmpool da oben, genau. Da kann man auch gemeinsam schwimmen und so. Das war echt lustig. Dann haben wir noch einen Hobbyraum, da kann man auch Tischfußball spielen, genau. Und so. Und gibt es noch irgendwas machen? Naja, ich gehe auch sehr gerne einkaufen, oder? Ja, stimmt. Sinn. So Essen einkaufen, was wir immer kaufen möchten. Genau. So verschiedene Sachen halt, was genau. Wir immer kaufen. Oder aber unsere gemeinsame Leidenschaft ist das Tanzen, oder? Eigentlich schon, ja. Das macht so tierisch Spaß. So, wir tanzen jetzt. Du tanzt das sehr gerne, oder? Ja. So ist das mit uns. So ist das mit uns, ja. Mhm. Ah, ja, wir sind ein sehr modernes Liebespärchen. Stimmt. Weil wir auch einen sehr großen Altersunterschied haben. Genau, ich bin 18. Und ich bin 30 fast. Mhm, alte Opa und junge Hüpfer. Und du bist ein alter Hüpfer. Und wir eine junge Hüpferin. Aber mir ist alles gut, ganz gut gefallen, wie wir dann uns dann erzählen haben, weil ich bin okay, oder? Stimmt, hast du mich das erste Mal verliebt? Das war in Spanien. Ja, irgendwann. Das war echt schön, ne? Aber leider warst du immer mit dem Stefan zusammen, oder? Ja, leider. Aber da habe ich gleich gemerkt, dass du mich beknallt warst. Mhm. Wo wir noch schwimmen waren. Ja, ja. Du hast mich immer süß angeschaut. Mhm. Wie ich gesprungen habe. Ja, wie du gesprungen bist. Wie ich geschwommen habe, wie ich getanzt habe. Genau, also ich habe bin auch mit dir geflirtet. Mhm, stimmt. Das war lustig. Mhm, stimmt. Und jetzt sind wir ja zusammen, ich glaube, ein Jahr, oder? Ein Jahr, stimmt. Habe ich so Sektgläser und solche Sachen, und dann habe ich auch meinen Kalender. Genau, da habe ich auch ein Bild, was die Johanna für mich gemalt hat. Genau. Da ist noch ein Bild, die Lebensgeschichte von Ogmar Lups. Genau. Bilderrahmen. Ja, da habe ich noch eine Uhr. Da habe ich mein Aquarium. Wer hat gestern gefüttert? Ich oder du? Das weiß ich nicht, ich glaube du. Nein, du, ich hab's gesehen. Ah, echt? Ja. Meine Füße sind süß, besonders die zwei da hinten. Oh, stimmt. So, die erinnern mich an uns beiden. Ich irgendwie auch. Ja, aber was sind unsere Pläne? Was hast du denn eigentlich so vor, Johanna? Naja, ich will gerne einen Job suchen, was mir persönlich ausdrückt und so, was mir viel Spaß macht. Und was ist ein Traumjob? Naja, eigentlich. Traumjob eher so Büro oder so, ich weiß es nicht. Ah, okay. Ich will kein Büro. Naja, ich bin sehr fleißig. Ich kann sehr gut Blätter sortieren und alles, was ich gerne mache. Aber du malst ja auch sehr gerne, oder? Eigentlich schon, weil ich bin sehr kreativ. Mhm. Aber es gibt ja sicher andere Sachen, die dir auch mehr liegen, oder? Stimmt, aber ja, vielleicht suche ich vielleicht einen Job. Kreativ und gestalten. Oder aber man kann ja auch Job machen und gemeinsam rappen, oder? Stimmt. Ja, ich habe halt nicht so Pläne wie du, Karriere machen, Bürojobs suchen und so. Mhm. Das ist nicht so meine Welt. Oh je. Muss ich ehrlich sagen. Naja, ja, mal sehr gerne Musik machen und so. Mhm. Das ist für mich schwierig. Schwierige Sinn, weil man auch nicht davon leben kann. Leider. Weil ich ja auch super Karriere. Beim Tanzen und so, da bin ich sehr gut. Das stimmt, beim Tanz bist du sehr gut und so. Mhm.
Wie ist denn das bei dir, wenn du mit Mieter herumgehst und so? Und, naja, es gibt auch Menschen, die auch sagen, was uns nicht gut gefällt. Hey, also es gibt zum Beispiel so Leute, die sagen, ja, schau dich mal, die Behinderten an, die fessen sich ja nur das ganze Leben und die können ja nicht mehr gemeinsam leben oder so, oder? Stimmt, aber ich finde es nicht okay. Ich finde es auch nicht okay, was soll man denn machen? Vielleicht können wir darüber reden. Ja, genau. Ja, aber die meisten wollen ja nicht drüber, hören ja nicht mal mit uns abgeben, eigentlich, denke ich mir. Es gibt ja sehr viele Menschen, die auch. Die auch anders sind. Anders sind, die zum Beispiel uns beschimpfen, zum Beispiel wie du Debatter, Behinderter oder solche Sachen. Ja. Ja, wenn das eh schon einmal erlebt. Stimmt. In der Landstraße. Stimmt, da wohne ich ja. Eben. Stimmt, das war Wahnsinn. Weil ich Sie noch nicht der Meinung, die zu uns gegangen ist und die ja. Dann uns beleidigt hat? Stimmt, das war echt Wahnsinn. Mhm. Ich könnte fast hier mal kurz mal anzeigen. Eine Polizei. Ja, genau. Was hat sie gesagt? Wegen was war das? Könnt ihr das ein bisschen erzählen? Das wurde uns beleidigt als Mongo, als Mongolin. Genau. Als Deppert Behinderte und solche Sachen. Aber genau. Warum? Oder? Einfach so grundlos. Einfach grundlos, weil ich kann sagen, dass sie uns nicht mögen. Als wie oder das, ich glaube, das ist nicht nur, dass sie nicht uns mögen, sondern es. Die haben einfach Probleme mit Menschen mit Behinderung. Mhm. Weil wir nicht in der Gesellschaft sind und so. Stimmt. Du bist so sexy, Boy, du. War das hier nicht drauf jetzt? Das war Zitronenwasser wie erster. Wenn ihr Ideen habt für neue Sendungen oder irgendwelche Kommentare abgeben wollt, dann folgt bitte dem unten angeführten Link. Und postet diese. Ansonsten sehen wir uns hier bei Zitronenwasser demnächst wieder. Der passt wirklich gut zusammen. Wirklich, ja, voll. Das ist halt so ein Paar wie Bonnie und Clyde, Bessino und Therese. Oder wie Strezi und Jocki. Würde ich euch mal allein lassen? Ja. Ja, ich mache noch den Song fertig und ihr könnt das. Oops.